Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht weiter in die nächste Runde. Ich bin hier irgendwo auf einer fliegenden Insel oder so ähnlich. Ja, hier waren schon einige Drachen am Start und alles Mögliche. Da sind auch noch mehr von diesen Drachen. Ich bin gerade am Überlegen. Oh, da oben fliegt auch einiges rum. Irgendwas war mir, als ich nicht gespielt hatte, auch aufgefallen. Wer bist du? Bist du ein Gegner? Nee, du bist ein... Ich kann ihn leider nicht... Nee, du bist hinüber. Ja, der Arme. Es hat sich hier zum Sterben hingesetzt. Zwischen den Tagen, gestern oder so, war mir noch eingefallen, ich könnte ja noch hier und hier hingehen, bevor ich da drüben weitermache. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Was ist das hier? Hier will ich hin. Den Drachen könnte ich mal noch verprügeln, der hier sitzt. Einige andere Dinge gibt es ja auch noch zu erledigen. Aber ich gucke mich mal weiter um und schau mal, ob ich hier easy weiterkomme oder ob mich das Spiel kickt, wie man so schön sagt. Da hinten gibt es irgendwie noch einen anderen Weg. Aber ich hüpfe mal hier runter. Ein Kopf von einer Bestie. Erstmal versuchen, da reinzuhüpfen. Geht aber nicht. Kann ich hier irgendwo die Gegner umgehen? Nö. Dann wirst du jetzt verprügelt. Okay, ich habe... Nee, ich habe keine schwere Rolle. Ich dachte im ersten Moment, ich hätte eine schwere Rolle. Der steht wieder auf. Der Bazi. Die stehen alle wieder auf. Uncool. Können wir das vielleicht lassen, Leute? Nicht wieder auf... Und du da oben? Du fühlst dich sicher da, ne? Du fühlst dich da sicher mit deiner Armbrust. Noch einer. So, hier oben habe ich einen Loot gesehen. Ah, goldene Rune. Da oben, da kommt man irgendwie... Okay, muss ich mir mal angucken. Aha. Wild hier. Wie komme ich denn da hin? Da hinten irgendwie über den Drachen. Eigentlich will ich mich aber nicht unbedingt mit einem Drachen prügeln. Der letzte war schon so... Ja... Eher so... mächtig, würde ich mal sagen. Goldener Pfeil. Ihr seid alle Gegner, die wieder aufstehen, ne? Ach... Das ist
minimal ätzend. Und du bist einer, der ganz schön viel... Ups, aushält. Und Feuer spucken kann er auch. Okay. Mist. Ja, ich habe keine Lust, mich jetzt mit euch hier ewig zu prügeln. Deswegen machen wir... ...22.000 Seelen für den Arsch. Ja, verlorene Runen zurückholen, klar. Ey, nicht hauen, ich will nur vorbei. Ich will mich nämlich mit dem Kumpel hier prügeln. Eigentlich wollte ich meine Runen zurückhaben, aber das hat sich jetzt... Da ist noch einer. Dass ich die alle immer noch mal hauen muss, wenn die am Boden liegen. Schweinerei. Ey! Hä? Da oben! Weiß immer noch nicht, was ich mit die... Lol. Was ich mit diesen Schottersteinen anfangen soll. Daru, hi! Was ist denn los, ey? Schon der zweite Neue hier. Grüß euch! Und natürlich auch an alle. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten, Leute. Auch die Jungs, Mädels, divers auf YouTube. Deinem letzten Xbox-Controller war der A-Button etwas schwach und du musst immer stark draufdrücken. Jemand lebt am Limit? Was? Die... Ich hab... Also, hey! Der Rest ist Schmutz. Da kriege ich eine große Last. Ja, okay, die könnte ich gerade aktuell anziehen. Aber weniger Gleichgewicht. Weniger körperlich... Da kriege ich eine große Last. Das ist die beste Rüstung, die ich habe. Die mir mittlere Last gewährt, körperlichen Damage. Das ist, die ist gut. Ganz kurz, Gamepad. Ich kann es noch nicht sagen, ob das irgendwann mal nachlässt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Tasten. Die fühlen sich so an, wie sie sich anfühlen sollen und wie ich es gewohnt bin von Xbox-Controllern. Gute Qualität. Ich hatte noch nie Probleme, also außer ich habe natürlich... Wer bist du, was machst du und was soll das? Oh, shit. Okay. Beste Verteidigung ist, sich nicht treffen zu lassen. Ja, richtig, das sehe ich nämlich auch so.
So, Kumpel. Machen Sie Bekanntschaft mit meinem Buckler, bitte. Komm her. Ah. Nee. Jetzt. Das war unnötig kompliziert an der Stelle. Guck mal an. Rüstung der verbannten Ritter. Daru, jetzt gucken wir doch mal. Nur für dich. Die wäre bei allem besser. Und ich habe immer noch mittlere Last. Aber nur mit der Waffe, die ich gerade habe. Guck mal. Nur für dich. Direkt eine neue Rüstung gedroppt, die ich benutzen kann. Dass meine Stats auch in Ordnung sind. Ha, geil, oder? Als ob das Spiel dich gehört hätte. Bist du alleine? Oh, ups. Hi. Jetzt ist es hier tatsächlich ein bisschen dunkel in manchen Ecken. Ich glaube, ich brauche Licht. Jetzt gucke ich aber nochmal. Wenn ich jetzt mein zusätzliches Zeug reintue, dann bin ich wahrscheinlich... Nee, den kann ich noch reinpacken. Bin ich noch nicht bei einer großen Last. Sehr gut. Du glaubst also, du wärst fast durch. Jetzt macht mein Bot schon wieder seltsame Dinge. Es tut mir leid, dass da jetzt ein dreifacher Spam kommt von meinem Bot. Ich hatte den umgestellt, aber in dem Fall wohl nicht gespeichert gehabt. Marius, grüß dich, hi. Ich weiß nicht, ob ich fast durch bin, ehrlich gesagt. Das war nur so eine Floskel. Aber es geht Richtung Endgame. Ich hätte gesagt, ich bin auf dem Weg Richtung Endgame oder im Endgame. Ja, Endgame ist eigentlich ja eher so New Game Plus wahrscheinlich. Können wir ganz kurz... Nee, nicht anzünden. Boah, du hast ja eine Mordsreichweite, wenn du den machst, ey. Oh, Alter, Junge, okay. An meiner Stufe, ich gehe auf die 100 zu, also... Müsste das schon passen. Okay, das war ein sehr schlechter Versuch. Ah, nee, nicht so ein wildes Zeug machen, bitte. Ah, zu früh gedrückt. Und der Axt. Was mache ich denn? Ich sollte mich mal konzentrieren und nicht immer so ein halbes Auge im Chat haben zwischendurch. Oh. Voll mies! Ja, Daru, ich hab schon gesehen, dass es da so Tricksereien gibt, die einem irgendwie das Vierfache der Seelen gibt, die droppen und dann kann man zu dem Drachen gehen, den man mit Blutungsschaden killt und dann
Ja, hat man ziemlich schnell. Au. Sag mal, was ist denn hier jetzt los, ey? Also, ich krieg's gerade nicht auf die Kette, ne? Pro Run 150.000 Runen, okay. Ja, so Exploits findet man ja immer wieder in diesen Spielen. Ich muss ein bisschen reinkommen gerade, habe ich das Gefühl. Ey! Er prügelt mir einfach direkt eine rein, ohne... Gibt's denn das? So, Kollege Schnürbacke, da bist du. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Das ist der einfachste Parry, auch gegen diesen Hellebardentypen. Das sind die einfachsten Parry-Timings und ich verkatz gerade ganz anders. Okay. Nochmal. So, Nummer 1. Er liegt. Nummer 2. Folgt sogleich, hoffe ich. Nein. Sag mal. What? Oh Gott. Ah! Ah! Oh. Nein, der brutzelt ja auch. Er ist ja auch ein Feuerbrutzler. Er kann das auch. Hier wird jetzt kein Flakon verbraucht. Und an dem unten auch nicht. Na, da habe ich nicht gesehen, dass dieser Move, wenn er das Schwert so vors Gesicht hält. Ich dachte, da kommt ein Schlag, aber er spuckt Feuer. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier an den ersten drei Gegnern... Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach den hier machen.
Und damit hat sich die Nummer nämlich erledigt. Zumindest bei dem. Der hat ein Schild, der hier. Das gibt's doch nicht. Nee, nicht anzünden. Ich komm nicht aufs Timing. Ich komm nicht aufs Timing. Das gibt's doch nicht. Gut, wisst ihr was? Ein altes Fass. Das macht zwar Spaß gerade mit dem Parry so, ne? Das auch noch ein bisschen reinzukriegen, aber... So, und jetzt haben wir nämlich schon das Problem, große Last. Ich muss die andere Rüstung nehmen. Braucht schon viel Übung. Ja, aber, also, das hier war jetzt ja nicht... Wow. Die haben einfache, die haben ganz einfache Angriffsmuster mit ihren Schwertern und die Hellebarde, deswegen eigentlich ein easy Ding bei denen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt gerade... Vielleicht, ich denke schon die ganze Zeit, dass ich irgendwas vergesse. Und dass das vielleicht irgendwie... Sag mal... Er ist doch ein Bastard. Du hast Parry-Tage und manchmal Anti-Parry-Tage. Nee, ich fühle eigentlich tatsächlich mehr den Parry. Aber ich verstehe nicht, warum ich gegen die Schwertboys so ein Problem damit gerade habe. Eigentlich fühle ich viel mehr Parry gerade. Aber, warum weicht er denn nicht aus in manchen Situationen? Nee, ich drück... Hallo? Funktioniert meine Ausweichentaste nicht? Doch. Gerade überhaupt kein Timing, ey. Hallo? Los! Nice Kriegsasche für Schilde. Ich meine... Das gibt's nicht.
Ich vermute sehr stark, dass ich bereits die Beste drin habe. Faustschildparade. Ohne Kriegsasche. Ach, da gibt's noch eine Kriegsasche für Schilde? Echt jetzt? Wait. Moment. Nee. Echt? Wusste ich gar nicht. What the fuck? Und ich habe keine. Faustschild plus eins. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich das hochlevel. Das macht ja nur mehr, weniger Schaden. Ja doch, da ist quasi Faustschildparade drauf. Eine spezielle Perry-Kriegsasche. Oh, ich weiß nicht, ob das. Ich will es ja eigentlich auch irgendwo alleine schaffen, das Spiel, ne? So, wenn man da zu viele Infos kriegt, so wenn ich was einfach nicht gefunden habe, dann habe ich es halt nicht gefunden, ne? Hey, what? Okay. Musst du ja nicht nutzen. Ja, wenn ich's hab, das ist Quatsch. Musst du ja nicht nutzen. Nee. Wenn ihr Backseat gamet und ich irgendwelche Dinge erfahre, dann weiß ich das und dann kann ich's nicht sagen, oh, nee, das benutze ich nicht, weil ich's nicht selber gefunden habe. So ein Quatsch mache ich nicht. Wenn ihr meint, dass es nötig ist, mich zu spoilern und Backseat Gaming zu betreiben, dann müsst ihr auch damit klarkommen, dass ich die Dinge tue, die ihr mir sagt und zeigt. Alter. Ach, von oben. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe das richtige Timing, aber aus irgendeinem Grund. Deshalb sage ich dir nicht, wie sie ist und wo sie heißt. Ja, siehst du, genau. Ja, ich gehe auch davon aus, dass ich eins der besten Schilde zum Parry habe. Also. Wenn du es willst. Nee, pass auf. Nee, so funktioniert das hier nicht. Ey! Ach, die Scheißbrutzelei, ey. Wie gesagt, wenn du mir was sagst. Ich nicht. Da müsste ich eigentlich das richtige Timing gehabt haben. Wenn du der Meinung bist, ich muss was wissen. Hallo, jetzt hat er es gar nicht gemacht. Ist irgendwas mit dem Controller? Seltsam. Also bei Dark Souls 1 bis 3 wollte ich wirklich gar nichts wissen. Das waren. Ah, nicht. Du dämlicher Brutzler. Warum? Ach, Mann, ey. Reicht jetzt auch wieder. Amt der Axt. Lag dir nie. Ja, ich habe einen riesen Spaß dran, aber. Das Einzige, wo es wirklich Sinn gemacht hat vom Timing und wie, wo es gut funktioniert hat, war Dark Souls 1. In 2 und 3 habe ich es auch nicht gemacht, weil da war das Timing gar nichts. Von oben, der braucht ein bisschen länger. Warum kriege ich denn jetzt das Timing nicht rein? Zu hartes Affengehirn. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Muss ich den Controller nochmal neu anschließen? Ist das USB-Kabel heute besonders langsam oder? Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas stimmt heute nicht. Ich hab's schon beim Starten heute bemerkt. Hallo, ich drück halt ausweichen und er macht nix. In manchen Situationen.
Ich habe überhaupt kein Timing heute. Shield only. Wild. Ja, ich glaube, heute ist es nicht. Es ist kein Parry-Tag heute. Scheint mir tatsächlich so, ja. Wild und erstaunlich stark. Jetzt verstecken wir uns. Er bemerkt uns nicht. Er läuft uns vorbei und dann können wir ihn von hinten erwischen. So. Vielleicht. Oh, der andere ist ja auch mit dem zu uns. Das ist perfekt. Nicht brutzeln. Ich stehe überhaupt nicht auf eure Brutzelei. Ja, ich glaube, heute ist mal wieder Keule richtig angesagt. Ich versuche mich echt jetzt zurückzuhalten, okay? Mit den Keulenwitzen. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten. Mit den Witzen übers Keulen. Okay. Hat der zwei Schwerter? Das gefällt mir halt nicht so gut. Oh, nicht selber runterfallen, bitte. Danke. Ja, meine Keule ist so groß, ich muss sie zweihändig halten. Aua. Ach, den habe ich noch nicht gehört. Oh Gott. Das ist einfach so dumm. Ich will da nicht runterhüpfen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier drüben eventuell auch da lang komme. Da gibt's einen Boss. Da ist eine Boss-Tür. Vor allem schleiche ich mich gerne an andere Männer an und klatsche ihnen dann die Keule ins Gesicht. Jetzt aber darum.
Ah, du hast mich bemerkt. Na, dann komm mal hierher. Lass uns mal hier kämpfen und nicht da. Erstmal looten. Erstmal looten. 12er Rune. Okay, da kann ich nicht um die Ecke hüpfen. Das wird nicht funktionieren. Hier ist eventuell... Nee, ist nix. Okay. So, was geht hier? Hallo? Aha, Duo der Götterskalp. Nee. Nee. Och nee. Och nee. Ich denke, hier werde ich mein anderes Schwert brauchen. Julius, hi. Ich hol das Popcorn, ja. Oh nee, zwei. Der andere, der Schnelle und der Dicke. Oh, dick und doof. Nein. Oh nein. Huah. Ey. Hallo? Huah. Okay. Da darf ich nicht rein. Hey, aufhören. Stopp. Vier Tage. Hey! So eine Arschgeige. Ja, du machst dich jetzt fett, ne? Oder? Ja, genau. Jetzt passieren seltsame Dinge. Oh, scheiße. Alter! Shit. Nee. Ja, Dickerchen, komm du mal mit. Ja, reicht dann auch wieder. Ey, Alter, chill mal. Nee. Lass mich dich jetzt verhauen, Mann. Roll nicht vor mir weg. Junge! Oh, hör doch auf! Wow. Ist das eine miese Nummer? Ist das eine miese Nummer?
Die Emotionen sind jetzt schon getriggert. So schlimm ist, glaube ich, noch nicht. Okay. Welches war denn das? Ich hatte doch irgendeinen Talisman, der mir Angriffe, Sprungangriffe, ausdauerverringende Angriffe, aufgeladene, finalen Angriff von Kangriffsketten, Speicherplatz, Brüllen, aufgeladene Zauber und Talente. Ist das ein aufgeladenes Talent? Ja, ne? Die Duellfähigkeit meines Schwertes? Ja, sehr gut. Okay. Kriegsaschen sind im Allgemeinen aufgeladene Talente. Okay, cool. Cool, cool, cool. Wenn man es gedrückt halten muss, um zu verlängern oder zu verstärken. Ich muss hier nichts gedrückt halten, ehrlich gesagt. Ich muss einmal mein Schwert... Ey, was ist er für eine Arschgeige da hinter mir? Habe ich hier eigentlich überhaupt was? Nee, ne? Das sind eh null. Also, ich versuche jetzt erstmal den Kleinen zu machen. Nee, 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 ihr habt mich hier ganz böse in eurer... Oh. Ist kein aufgeladenes, okay. Dann bringt mir der nichts. Verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Finale Angriff von Angriffsketten, Lebenskraft, Resistenz gegen Blitz, Feuer, brauche ich alles nicht. Ist das Magieschaden? Nee, auch nicht. Maximale Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Den kann ich reinpacken. Und dann vielleicht noch ein Ticken schwerere Rüstung. Hier auch. Ja, guck mal. Ich muss den halt killen, weil die hinter mir herkommen und mir hier Schaden machen, sobald ich durchgehe, ne? Beinahe. Na, diesmal nicht. So, meine guten zwei. Ich hätte gerne den Kleinen zuerst gekillt. Aber der Dicke versperrt den Weg. Komm mal her, mein Kleiner. Ah, ihr sollt nicht mit eurem Magieblödsinn auf mich feuern. Ich will euch killen. Komm mal her jetzt. Scheiße. Oh, große wilde Tabelei hier. Scheiße. Ihr seid blöde Arschgeigen, wenn ihr zu zweit hier auf mich losgeht, ey. Das ist wirklich einfach eine Arschnummer gerade. Dicker, verpiss dich. Ich brauch den Kleinen. Nicht. Digga.
So, jetzt können wir beide. Oh, aua. Ja, okay. So, du warst der Einfachere von beiden. Wieso ist der Kleine wieder da? Wieso ist der Kleine wieder da? Wieso ist der Kleine wieder da? Verdammte Schande! Scheiße! Was ist das denn für eine Kacke? Muss ich die gleichzeitig killen? Ich muss die, ich glaube, ich versuch die mal gleichzeitig zu killen. Ja, klar. Dummer Bastard, jetzt muss ich... Das ist nicht euer fucking Ernst. Ihr dummen Idioten. Ihr haut mich jetzt hier wieder durch die Wand durch. Oder auch nicht. Nein, das war die falsche Flasche, die ich gesoffen habe. Naja. Okay, wenn ich sowieso euch beide klatschen muss. Ey, hör auf jetzt. Nee, ach, er kommt von hinten. Shit. Wie läuft die Nummer hier ab? Ich hab noch nicht verstanden. Oder spawnen die einfach immer beide einmal nach? Könnte natürlich auch sein, ne? Hallo? Ich stand noch in dem Scheiß drin, oder wie? Ey, okay. Eigentlich stand ich daneben, gefühlt, aber anscheinend hat ein Pixel von meinem Fuß noch seine Brühe berührt. Bit. Mist. Du gehst mir so hart auf den Sack hier, ne? Wenn ich an dir vorbeilaufen will. Was soll die Scheiße, Mann? Lass doch den Mist. Prügel nicht nach mir. Lass mich einfach vorbeilaufen. Danke.
Sag ihn hi. Der Pixel am Fuß. Es liest sich gerade so. Ist schon vielen Gamern zum Verhängnis geworden. Das liest sich gerade ein bisschen wie so eine Krankheit. Wie wenn du so ein Hühnerauge oder irgendwas hast. Ah, der Pixel am Fuß. So, jetzt zu dir. Mist. Ja, spätestens ab 5 tatsächlich. Ey, was seid ihr? Ihr seid ja solche Bastarde. Ohne Scheiß. Ihr seid richtige Bastarde. Alle beide zusammen. Alter. Nee. Oh. Oh. Ja, Salkin, ich bin tatsächlich schon eine Stunde dran. Ich versuche immer so spätestens um 17 Uhr online zu sein. Manchmal schaffe ich es früher, dann bin ich gerne auch früher mal am Start. Und diese Woche muss ich tatsächlich gucken, dass ich ein paar Aufnahmen hinkrieg für YouTube, weil wir sind nächste Woche nicht da. Und da hätte ich gerne für jeden Tag eine Aufnahme. Also nächste Woche, damit ihr es vielleicht auch schon mal gehört habt, bin ich nicht da. Nächste Woche leider keine Streams. Es ist so richtig rattig, ne? Weil die halt auch sich gegenseitig, wenn man den einen fokussiert, kommt der andere von hinten, ne? Das ist. Nee. Ach fuck, ich dachte eigentlich. Nächste Woche keine Streams, bin ich ja kein Fan von. Nee, ja. So ist es halt manchmal. Ich dachte eigentlich, ich kann ihn kritisch treffen und den Hit des Dicken dadurch negieren, aber leider hat stand der Gegner wohl einen halben Zentimeter zu hoch oder ich einen halben Zentimeter zu niedrig. Ja, genau, der Dicke ist wirklich, diese Rollerei ist so ätzend. Okay. Wir hauen aneinander vorbei. Nee, nicht der Wirbler. Er ist ein Schwurbler. Oh shit. Ah, da muss ich an ihm dranbleiben, wenn er das macht, weil er dann nicht mehr, wenn ich wegroll. Die Rolle laggt manchmal. Von dem Dicken. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass der mich trotzdem trifft, obwohl ich ausweiche und solche Späße mit dieser Rolle.
Whoop. Heute sind wir wild. Diesmal sind wir wild unterwegs, Kumpel. Das machen wir mal so lieber nicht. Muss ich dann, kann ich den, also die stehen nochmal auf. Aber passiert das, weil die sich gegenseitig spawnen? Also der eine spawnt den anderen? Das heißt, wenn ich sie schnell genug gleichzeitig kill? Oder kommen, das, eigentlich sollte ich das gar nicht provozieren. Weil der Kleine, der ist halt so easy gemacht, ne? Und jetzt warte ich drauf, dass er den zweiten spawnt. Und kill den einfach nochmal, weil der Lebensbalken wird ja nicht voller. Spawnt er ihn einfach so? Kommt er nach Zeit wieder, oder? Muss ich ihn erst kitzeln? Ah, er snappt ihn hier. Okay, alles klar. Hoppla. Ey, nicht zweimal. Ihr habt geteiltes Leben. Das ist natürlich ganz geschickt eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert gleich, wenn ich den zweiten nochmal gut erwischen kann. Es ist schlecht. Das ist ganz schlecht hier gerade. Nope. Nein, scheiße. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Schon viel zu viel saufen müssen, weil die mich auch immer so dumm seitlich an... Ey. Ey, also... Ah. Okay, der andere snappt aber den anderen her. Also das heißt, wenn ich sie gleichzeitig gekillt bekomme... Ich glaube, dann wäre es besser, glaube ich. Er ist so ein Bastard mit seiner Hellebarde. Ich will ihn eigentlich nicht jedes Mal killen müssen. Aber ich habe fast das Gefühl, ich muss. Weil er mir jetzt hier von hinten eine mitgibt. Nachdem ich schon drin bin. Ah, okay, diesmal war die Animation besser. Da komme ich auch nicht mehr an ihn ran, ne? Steh auf! Braucht doch nicht 100 Jahre zum Aufstehen, Mann! Hey, ich krieg die halt so easy auf 50 HP, also und den kleinen... Der Kleine ist ein easy kill. Huh.
Ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall erst den Kleinen machen. Den Kleinen so weit wie möglich runter. Ich habe heute wieder besonders viel Spaß mit den FPS tatsächlich. Scheiße, nee. Also, heute ist mein Controller aber auch, ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, ich brauche ewig, bis mal die Ausweichentaste funktioniert. Ey, du Kleiner. Kleiner Boy. Hier lang. Recyceln sie einfach zwei von diesen Drecksbossen und packen sie gemeinsam da rein, finde ich, weiß ich nicht, fragwürdig. Die Mechanik ist ganz witzig, dass sie sich gegenseitig wiederbeleben. Und einen gemeinsamen Lebensbalken haben. Hallo, aus Rolle, hallo. Oh, Mann, ey. Das ist auch so ein Scheiß. Shit. Ja, okay, ich kann das noch ein Weilchen machen. Scheiße, jetzt habe ich, glaube ich, keine Zeit mehr. Nee, nee, nee! Oh, ich hätte es fast geschafft, ihn jedes Mal zu unterbrechen, ohne dass er den Kleinen wieder kriegt und dann... Ach nee! So knapp. Oh, mit 9 Flasks echt, oh Mann. Jedes Mal, ne?
Ey, Digga. Ach ja, jetzt, okay, das ist... Das war schon rigged nach dem zweiten Treffer, den ich kassiert habe. Nachdem er dann auch noch seinen AOE macht und ich da drin stehe, währenddem ich auf den Kleinen gehe. Ja, das war alles Quatsch jetzt hier gerade. Ja, ja. Ach, er mit seiner Hellebarde. Nervsack. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ey, ach komm, feuerst du aus seinem AOE-Scheiß eine Kugel auf mich, ohne dass ich es sehen kann. Diese Gemeinheit. Oh. Oh komm ey, von der Seite, du Sack. Blöder Bastard. Ihr seid doch solche kleinen, dreckigen... Ey, komm mit deinem scheiß AOE-Magie-Scheiß-Blödsinn-Drecksding da! Oh, ja, ist ja gut! Nein, scheiße. Bom, 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 bom. Hässlicher Bock. Okay, jetzt... Habe ich mich, glaube ich, genug aufgeregt über den Scheiß? Ja, Mann, und du mit deiner dummen Hellebarde, gib mir jedes Mal eine mit! Und durch die Wand auch noch! Ja! Wunderbar! Natürlich will ich ihn nicht mehr anvisieren. Klar, Spiel. Klar will ich ihn nicht mehr anvisieren. Weil er jetzt hinter einer Säule ist. Ach ja, kritisch treffen darf ich jetzt nicht. Mist.
Ah, fuck off. Ich kann halt nicht mehr. Ich darf keine Pause mehr machen, nachdem ich den einen gekillt habe. Dann ist es am einfachsten, weil er den dann nicht respawnt. So, bitte gib mir jetzt einfach keine mit. Es ist doch nicht nötig. Echt, es ist doch nicht nötig. Es ist doch echt nicht nötig. Guck mal, das passiert. Das passiert, wenn du mich angreifst. Jedes Mal. Jedes Mal. Das wäre kein Problem. Lass es einfach. Ach, scheiß drauf. Komm her. Du willst nicht hören, ne? Du willst nicht hören! Arschgesicht. Sleeping Pots oder Pfeilen? Sowas gibt's hier nicht. Hier gibt's nur rohe Gewalt. Fuck you! Ihr seid solche dummen Bastarde. Hohe Gewalt ist auch gut. Ey, ey, Alter, drei Treffer, die vorbeigehen. Drei Dinger, die vorbeigehen. Das wären drei Hits gewesen, plus ein kritischer, aber aus, weil er so rumfuchtelt und zappelt, treffe ich ihn nicht. Du kriegst jedes Mal, wenn du mich verprügelst, töte ich dich, Kumpel Schnürbacken. Vielleicht lernst du es irgendwann.
Ah, ja, genau, der Dicke. Das ist natürlich super, wenn der auf mich zurennt am Anfang. Nicht. Vielleicht nicht über ihn springen wollen? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. So. Warum leckt mein Spiel so hart hier in diesem Kampf? Willst du nochmal zuhauen? Danke. So. Nee, ach Mann, jetzt darf ich ihn nicht kritisch treffen, weil Spiel. Scheiße. Shit, shit, shit. Ey, nicht. Ah. Was ist mit euch los, ey, ne? Schaut sie euch an. Was für abgefuckte Bastarde. Vielleicht eine schlechte Internetverbindung, weil Melina sauer ist. Aber jetzt rennt er halt hinter mir her und jetzt renne ich in ihn rein. Das ist auch nicht geil. So, ich habe mich echt genug aufgeregt. Das Einzige, über was ich mich wirklich jetzt noch aufregen werde, ist die zwei Typen, die hier hinter mir durch die Wand stechen. Mist. Nee, falsches Gesurf. Den falschen Trank genommen und beide, natürlich müssen beide mit AOEs anfangen. Du willst so hart aufs Maul. Du willst so dermaßen hart aufs Maul. Du kleiner, dreckiger, helle Badenbastard. Wie kann man nur so hart aufs Maul wollen, wie dieser NPC? Der gibt mir jedes Mal 3000 Seelen, ne? Komm du mal hier hinten rum. Ja, das ist in Ordnung. So, jetzt zu dir. Uncool, weil irgendwie halt irgendwas. Ach so, jetzt darf ich wieder nicht kritisch treffen, weil Spiel halt, ne? Ja, klar. So, jetzt zu dir.
So, und wer steht jetzt hier noch auf? Warum ist hier noch halbes Leben? Ach, du stehst einfach so random nochmal auf, oder wie? Mist. Sehr gut. Ein super nerviger Kampf. Super nervig. Deswegen habe ich mich auch so hart aufgeregt, weil es halt zwei Gegner sind, die alles Zeugs machen, wildes Zeug machen. Entschuldigung fürs Rumschreien. Da wurde ich hart getriggert von den beiden. Da wurde ich richtig hart getriggert von den beiden. Ach, danke, Leute. GG, danke, danke. Ach. Wie viel Seelen, Ding habe ich? Die Duellfähigkeit ist deine Macht, die ist halt auch einfach wirklich super mächtig, ne? Das gab einige Runen. So, sind wir auf 60. Let's go. Oh Mann, ey. So, auf die Karte brauche ich gar nicht gucken, gibt mir eh kaum Infos. So, warte mal, wo geht's jetzt hier weiter? Da nicht. Oh, hi. Hätte ich dich fast vergessen. Tschüss. Da ist eine Tür? Nee, doch. Nee. Treppe. Sehr gut. Hier geht's weiter. Okay. Oh, okay, Leute. Ah, ja, ja, ja. Was ist hier jetzt schon wieder? Warum ist das... Nee, hier lang. Nee, auch nicht. Hä, wo bin ich? Hey, hier war ich doch vorhin schon. Da oben ist eine Boss-Tür. Nee, ich war eins oberhalb. Irgendwo, glaube ich. Nee, war ich auch nicht. Hä? Ich bin äußerst verwirrt. Ich gehe hier mal runter. Von den drei Fingern geheilt. Es wurde gesagt... Ah, wisst ihr was? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das habe ich erst hinter mir. Euch beide habe ich erst hinter mir. Habe ich erst vor kurzem gemacht in der Höhle. Muss ich nicht nochmal. Muss ich echt nicht nochmal haben. Ernsthaft? Da lag jetzt eine Einser-Rune? Was ist hier los für eine Scheiße? Was ist das? Alter. Kann mich auch mal irgendwer in Ruhe lassen? Ich bin immer noch so auf 180, ne, wegen den beiden. Salkin, was ist der Plan? Es hieß, ich soll hier erstmal weitermachen. Ganz normal. Ganz standardmäßig hier weitermachen. Und bevor ich dann zum Ende komme, wird mir gesagt, was ich zu tun habe. GG war kurz weg. Ja, Julius. Meine mächtige Fähigkeit hat sie bezwungen. Was ist das hier? Ey! Dämliche Hunde! Du bist eigentlich einer, den ich parieren will. Zumindest für die erste Hälfte des Kampfes. Ah, du hast mich schon bemerkt. An dich darf ich mich nicht anschleichen.
Nee, das war falsch. Einmal aus dem Timing raus, ne? Ey, warum kämpfe ich gegen den eigentlich? Warum kämpfe ich gegen den? Warum tue ich mir das hier gerade an? Scheiße. Warum kämpfe ich gegen den? Weiß ich nicht. Einfach um ein bisschen Spaß zu haben, nachdem ich den schlimmsten Boss gesehen habe, den man, glaube ich, sehen kann. Zwei so Zappler. Ich würde Millicent Quest machen, weil ich nicht weiß, ob es dann zu spät ist, aber das ist nur Halbwissen. Okay. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig gelaufen bin darunter, ne? Glaube schon. Wo ging's denn hier weiter? Nee. Ja. Yeah. Dann bin ich hier gehüpft. Dann bin ich hier runter. Und geradeaus. Nee. Oder? Doch. Wie? Du dämlicher Drecksköter. Schnauze. Was macht der? Was will er jetzt? Warum sind hier so hässliche Viecher? Das, ja, das damit, genau, Julius, damit habe ich mich schon abgefunden. Ich würde halt, storymäßig würde ich jetzt, weil ich halt nicht wusste, wie das Ganze funktioniert und eigentlich mir gesagt wurde, dass ich halt damit dann die Schmiede anzünden kann und dann nicht Melina verbrennen muss. So, das war eigentlich so der Grundgedanke, warum ich das Ganze ja überhaupt gemacht habe. Und das Spiel mir einfach in dem Moment zu wenig Infos gegeben hat, würde ich es eigentlich jetzt wieder gut machen wollen, indem ich neben nicht jetzt der ganz Böse werde. Hast du richtig verstanden auch? Ja, eben. Also so, das... Was ist mit dir? Nee. So habe ich das nicht verstanden. Also dann hat mir das Spiel einfach viel zu wenig Story erzählt. Oder das ist nur zur Hälfte angekommen. Weil ich habe es nämlich so verstanden, dass die Mutter von Melina wollte, dass sie sich verbrennt. Und nicht Melina selber das will.
Eigentlich will Melina das gar nicht, weil die Mutter ihr das aufgetragen hat. Hat aber eigentlich keinen Bock mehr drauf. Wie, das ist der einzige Weg? Nee, die Schmiede ist doch jetzt an und sie hat sich nicht verbrannt. Passt doch. Alles easy. Wo geht's hier weiter? Hier geht's gar nicht weiter. Kriegt man nur einen kleinen Loot oder was? Da liegen halt ein Haufen Seelen. Passt doch jetzt. Ja, aber ich wollte nicht, dass dadurch alle draufgehen. Nur damit sie sich nicht verbrennt, um dann, dass sie am Ende doch verbrennt, weil ich irgendwie einen Scheiß gemacht habe. Ja, so haben wir nicht gewettet. Ja, ihr kleinen, rattigen Scheißviecher, lass mich vorbei hier. Wo geht's hier weiter? Hier runter? Nee. Oh, da ist noch ein Loot. Wachenschild-Talisman, okay. Kann ich hier runterhüpfen? Ohne zu sterben? Nee. Niemals, da gehe ich drauf. Man muss schon irgendwo da durchgehen. Da hinten, da unten ist der Übergang. Das heißt, ich muss schon irgendwo hier durch diesen Turm. Ich will aber, ich hasse die Finger. Die gehen mir schon von Anfang an auf den Sack. Ich wollte gar nicht, ich wusste ja nicht, dass dahinter Finger sitzen. Genau das hätte mir das Spiel sagen sollen. Dahinter sitzen Finger, die dich umarmen und dich dann cool finden. Dann hätte ich gesagt, oh Moment mal, nee, Finger finde ich scheiße. Aber nein, das Spiel sagt einem ja nicht, da sitzen Finger. Sondern, ja, wenn du nicht Melina verbrennen willst, dann geh durch die Tür. Das sagt das einem das Spiel. Das Leben ist kein Wunschkonzept. Ja. Da könntest du recht haben. Hä, was ist denn das hier alles jetzt? Ah, warte mal. Muss ich hier rüber? Um dann darüber zu kommen? Weil da unten bin ich aus der Tür raus. Ich guck mal, vielleicht. Die drei Finger sind viel cooler als die zwei. Uah! Ihr dummen, kleinen, rattigen Bastarde. Gegen euch brauche ich die große Keule. Oder auch nicht. Duellfähigkeit tut's auch. So, jetzt zu dir. Warum soll das in einer Welt anders sein, wo sich alle umbringen wollen? Das stimmt doch gar nicht. Die wollen alle nur mich umbringen. Warum bin ich jetzt hier nach hinten gelaufen? Hier ist nichts. Wow. Hä? Demigods, Malenia versus Radahn. Ja gut, ey, die sind ja auch, die haben sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Haben wir ja schon festgestellt. Nee, warte mal, hier bin ich doch, da bin ich durch. Ah, okay, verstehe. Wo komme ich hier raus? Ja, doch könnte sein, dass es hier... Da oben geht es nämlich rüber und dann irgendwie da. Ja, ja, okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, das ist das reinste Game of Thrones Ding hier. Die wollen sich alle gegenseitig umbringen. Das stimmt schon, aber... Ah, Steinschwertschlüssel. Will ich den hier benutzen? Wahrscheinlich gibt's eh wieder nichts Cooles. Ist dahinter ein Boss, den ich killen kann? Nee, ne? Dann lassen wir's.
Bock ist der einzig wirklich Liebe. Den Namen habe ich noch, weiß nicht genau, welcher das ist, um ehrlich zu sein. Hey, dich da drüben habe ich doch gerade gekillt. Schwere Geburt hier. Your Seamster? Sagt mir auch nichts. Ach so, der jetzt hat, genau, der Schneider, das tapfere Schneiderlein. Na, okay. Alles gut, nichts passiert. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Du hässlicher, hässlicher Köter. Uralter Drachenschmiedestein. Mhm. Siehst du mal, kann ich schon meine Rüstung auf höchstes Level bringen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Hä? Doch da hinten rein und dann hoch und dann da oben irgendwie? Oder vielleicht muss ich doch diesen hässlichen Drachenritter killen. Aber eigentlich... Nee, das da oben ist, da kann man nicht drüber. Das ist nur Kulisse hier oberhalb von mir, oder? Sehe ich das richtig? Sieht nach Kulisse aus. Da unten geht noch was ab. Deine Augen leuchten so schön gelb. Kann ich doch nicht wissen! Ich wollte das nicht. Mir hat niemand die Auswirkungen erzählt. Und dann mache ich's und dann sagt Melanie, alles wird sterben. Nee, das hat sie vorher gesagt. Aber ich wusste ja nicht, dass es direkt mit dem Öffnen der Tür passiert. Ich wollte erstmal angucken, was dahinter ist. Dass das Spiel dann sagt, ja, nee, wenn du die Tür aufmachst, dann ist Hopfen und Malz verloren. Eine Tür öffnen ist ultimativ. Willst du dich nicht doch dem Chaos ergeben? Eigentlich nicht, nein! Ja, man kann Infos sammeln, das stimmt. Aber hey, Leute, ihr müsst überlegen, letztes Jahr im Dezember habe ich mit dieser Art von Spielen überhaupt erst angefangen. Ich hatte davon gar keine Ahnung. Und bin immer noch ein großer Kacknoob. Was das alles hier betrifft. Kann ich doch nicht riechen. Dass es so schlimm wird. Dass quasi alles stirbt, wenn ich da die Tür öffne. Dass das ultimative Endziel ist. Hä, bin ich... Okay, ich muss glaube ich doch mal hier jetzt durchgucken. Nochmal... Jetzt habe ich dann langsam alles abgeschlachtet hier in der Gegend. Außer den Ritter da. Also ich hätte jetzt gesagt, vielleicht hier hoch. Nee. Konsequenzen, die auch Daseinsberechtigung haben. Hier komme ich nur wieder darüber. Da war ich aber gerade.
Und hier nicht irgendeine wilde Sprungpassage oder so? Nee. Okay, dann doch bei dem Ritter vorbei. Schaue ich nochmal da unten. Schlägt sich ganz ordentlich, ja, was die Lore betrifft und so. Ah, warte mal, da vorne vielleicht an dem vorbei. Okay, ich guck mir das mal an. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will nur mal gucken. Ah ja, guck mal hier. Oh. Kommst du mit? Ja, er kommt mit. Okay. Tschüss. Ne Gnade. Ja, perfekt. Guck an. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ihr Leute auf Twitch, bleibt dran. Wir machen heute noch ein Weilchen. Es geht noch weiter auf jeden Fall, aber YouTube. Entschuldigt nochmal für die kleineren Ausraster während diesem Kampf gegen die zwei ganz seltsamen Typen. Die haben instant einen Nerv gekitzelt, der... Ja. Die haben einen Nerv gekitzelt. Sofort, instant, ohne auch nur um Erlaubnis zu fragen oder mal kurz erstmal anzuklopfen, sondern die sind direkt mit der Tür auf den Nerv draufgefallen. So nämlich. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.